Microsofts Xbox Game Pass ist ein reichhaltiges Angebot, das euch über ein monatlich kündbares Abo Zugang zu mehr als 100 erstklassigen PC- und Konsolenspielen gibt. Den Xbox Game Pass gibt es in drei Varianten. Reine Konsolenspieler zahlen 9,99 Euro pro Monat. Die PC-Variante ist mit 3,99 Euro pro Monat deutlich günstiger. Wer das volle Angebot genießen möchte, der sollte sich den Xbox Game Pass Ultimate holen. Der enthält obendrein noch Xbox Live Gold und kostet euch 12,99 Euro pro Monat. Das Beste daran? Für Neukunden gibt es die Ultimate-Variante aktuell als grandioses Einstiegsangebot für nur 1 Euro im ersten Monat. Wir stellen euch in diesem Video ein paar Highlights aus dem Strategiebereich vor, für die es sich definitiv lohnt, den Xbox Game Pass Ultimate mal auszuprobieren. Über 20 Jahre hat das Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 2 schon auf dem Buckel und hat dennoch in dieser Zeit nichts von seinem Reiz verloren. Das gilt natürlich noch mehr für die komplett überarbeitete Definitive Edition des Spiels, die sich mit verbessertem Sound und in 4K präsentiert. Diese Remastered-Version enthält alle Originalinhalte des mehrfach ausgezeichneten Klassikers, sämtliche Erweiterungen und sogar drei neue Kampagnen mit zusätzlichen Völkern. Wenn euch die locker 200 Stunden Spieldauer im Solo-Modus noch nicht reichen, dürft ihr euch als Anführer von 35 verschiedenen Kulturen in der Online-Variante anderen Spielern stellen. Phoenix Point, das vom Schöpfer des Uralt-Klassikers XCOM stammt, ist ein Traum für Fans von rundenbasierten Strategiespielen. Als Anführer des Phoenix Point-Projekts bekämpft ihr eine außerirdische Macht, die mit ihren mutierten Streitkräften die Menschheit ausradieren will. Euer Überleben hängt davon ab, Allianzen mit anderen Überlebenden zu schmieden und neue Technologien zu erforschen, mit denen ihr den Aliens so richtig einheizen könnt. Auf den Schlachtfeldern von Phoenix Point erwarten euch herausfordernde Kämpfe, in denen eure Soldaten gegen fiese Mutanten und Horrorgeschöpfe antreten. Könnt ihr die Welt vor dem Untergang retten? In Surviving Mars erwartet euch eine wahrhaft monumentale Aufgabe: die Besiedlung des lebensfeindlichen roten Planeten. Das beginnt bei der Auswahl eines geeigneten Sponsors für die Mission, die ohne ausreichende Versorgung mit Ressourcen dem Untergang geweiht ist. Habt ihr euch für einen Koloniestandort entschieden, beginnt die Herausforderung erst richtig. In Surviving Mars, das geschickt Strategie- und Simulationsaspekte vereint, liegt das Schicksal eures Weltraumaußenpostens ganz in euren Händen. Jede Entscheidung wirkt sich auf die Entwicklung der Kolonie und ihrer Einwohner aus. Mit Frostpunk haben die Macher von This War of Mine einen Strategiehit erschaffen, der euch trotz des eisigen Szenarios unmöglich kalt lassen wird. Eine Naturkatastrophe hat die Erde zu einem gefrorenen Ödland gemacht. Die wenigen Überlebenden haben nur eine Chance, wenn sie sich zusammenschließen und auf die harten Zeiten einstellen. Als Herrscher einer durch Dampfmaschinen mit Strom und Wärme versorgten Stadt entscheidet ihr über Baumaßnahmen, den Einsatz eurer Untertanen, Forschungsziele und Gesetzgebung. Setzt ihr auf kurzfristige Lösungen, um vereinzelten Menschen zu helfen? Oder versucht ihr, durch langfristige, mit schweren Opfern erkaufte Maßnahmen die ganze Siedlung zu retten? Wie sich die neue Gesellschaft entwickelt, liegt komplett in euren Händen. Das Echtzeit-Strategiespiel Shadow Tactics Blades of the Shogun versetzt euch in das Edo-Zeitalter des alten Japan. Ihr übernehmt die Kontrolle über 5 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, darunter ein lautloser Ninja, eine Verwandlungsmeisterin und ein tödlicher Fernschütze. Der Schlüssel zum Erfolg in den mit Taktik und Schleichelementen gespickten Missionen liegt darin, die Fertigkeiten der Teammitglieder optimal zu nutzen. Nur so könnt ihr die kniffligen Herausforderungen bewältigen und die Ordnung in Japan wiederherstellen.
Im Weltraumstrategiespiel Age of Wonders Planetfall verhelft ihr einer gefallenen Zivilisation zu neuem Ruhm. Das ultimative Ziel ist der Wiederaufbau eines einst mächtigen Sternenimperiums. Und dafür ist jedes Mittel recht. Forschung, Diplomatie, Handel oder Krieg. In der umfangreichen Solo-Kampagne und den diversen Multiplayer-Modi kämpfen 6 außergewöhnliche Fraktionen um die Vorherrschaft im Universum. Die spannenden Kämpfe in Age of Wonders Planetfall laufen rundenbasiert ab und stellen euch vor packende taktische Herausforderungen. Das spannendste und aktuellste Strategiespiel im Xbox Game Pass Ultimate, das ihr euch für nur 1 Euro sichern könnt, ist das frisch erschienene Gears Tactics. Das abwechslungsreiche Strategiespiel mit rundenbasierten Kämpfen spielt im düsteren Gears of War-Universum und erzählt die Vorgeschichte zum ersten Teil der Shooter-Reihe. Um die immer weiter vordringenden Locust-Horden aufzuhalten, stellt ihr eine Truppe Elite-Soldaten auf, deren Fähigkeiten und Ausrüstung ihr frei wählen dürft. Mit diesen Kämpfern tretet ihr in toll inszenierten Gefechten gegen den nie enden wollenden Locust-Schwarm und gigantische Bossgegner an. Dank Gears Tactics erlebt ihr nicht nur eine spannende, einzigartige Geschichte, ihr erlebt die Actionreihe auch aus einer ganz neuen Perspektive. Mit Aufgaben, die eure taktischen Fähigkeiten ständig vor neue Herausforderungen stellen. Also, worauf wartet ihr noch? Holt euch mit dem Xbox Game Pass Ultimate jetzt Gears Tactics oder einen der 6 anderen Strategietitel, die wir euch vorgestellt haben. Und das für nur 1 Euro.